Peter Holder mit deinem Podcast. Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Mit dem heutigen Titel des Podcasts: Vergiss Dr. Google oder glaub nicht alles, was im Internet steht. Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? Naja, ich hatte den Notar Dr. Jörg Ihle interviewt. Das war am 27. März. Das ist die Nummer 19. Übrigens sehr empfehlenswert, hör dir diese Folge mal an. Da geht es darum, was ein Notar kann, was du nicht kann, worauf du achten solltest. Es geht um Testamente, Verträge etc. Ich habe ihm die Frage gestellt im Interview, Herr Dr. Ihle, es gibt doch bestimmt immer wieder Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, naja, eigentlich muss ich doch nicht zu Ihnen kommen, denn das steht doch alles im Internet. Da steht da drin, wie man Testament macht, es sind Formulierungen drin, Generalbetreuungsvollmacht. Man kann doch alles sich aus dem Internet runterladen, sogar das Bundesfinanzministerium hat Vordrucke. Da hat Dr. Ihle einen sehr schönen Satz drauf gesagt und hat gesagt, dann sage ich demjenigen, der das sagt, immer, hör mal, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt und nicht ins Internet. Ja, wie recht der Mann hat. Und das möchte ich doch heute mal ein bisschen mehr aufbohren an einem Beispiel. Ich hatte mal einen Manager bei mir sitzen, letztes Jahr top ausgebildet, so 35, jung, dynamisch, erfolgreich, Top-Position im Unternehmen, viele Leute unter sich und ein sechsstelliges, wirklich mittleres sechsstelliges Jahresgehalt. Wirklich ein toller Typ, richtig gut aufgebildet. Er verzichtete auf Berater, war auch ein bisschen stolz darüber nach dem Motto, ach, ich kann doch alles machen. Und ich hatte ihm trotzdem angeboten, komm, wir setzen uns mal zusammen, lass uns eine Dreiviertelstunde darüber reden, warum eine Beratung, die ich ihm bieten kann, beispielsweise sinnvoll ist. Naja, das stellte sich sehr, sehr schnell heraus. Er hatte einige Fehler gemacht, nämlich er hatte selbst eine Risikolebensversicherung abgeschlossen. Er war verheiratet, zwei Kinder, hat ein Haus gebaut, ein sehr schön großes Haus. Da war noch einiges natürlich an Schulden bei der Bank stand da. Das waren über 600.000 Euro. Das Haus selbst kostete um die 900.000. Er hatte schon 300.000 Eigenkapital drin. Also ihr merkt schon einer, der sehr, sehr viel Geld in jungen Jahren schon verdient hatte. Das kam nicht von den Eltern, sondern es war verdientes Geld. Und er dachte, naja, ist er richtig, ich muss meine Frau absichern, wenn was passiert. Naja, was macht er? Recherchiert, nimmt sich einen Direktversicherer und wie das beim Direktversicherer ist, die fragen, wer ist versicherte Person, wer ist der Versicherungsnehmer, wie viel soll abgeschlossen werden und die Laufzeit. Naja, er hat eine Laufzeit genommen von 12 Jahren, weil er sagte sich, in 12 Jahren werde ich das ganze Darlehen abgezahlt haben und Versicherungsnehmer und versicherte Person bin ich natürlich, denn ich habe das Geld, die Frau ist ja zu Hause, betreut die Kinder, hat kein Einkommen, wovon soll die denn das bezahlen? Naja, aber das war schon der erste große Fehler. Was war der Fehler? Der Kräuter würde immer sagen, finde den Fehler. Lass mal einen Fehlersuche machen. Das erste ist 12 Jahre Laufzeit. Es ist natürlich gut, ein privates Darlehen, weil die Zinsen steuerlich nicht angesetzt werden können, so schnell wie möglich abzubezahlen. Naja, dann hat er aber Vermögen und eine Immobilie, die dann 800.000, 900.000 Euro wert ist, geht natürlich sehr schnell ins Erbe, wenn ihm was passieren sollte. Das bedeutet, dass dann auf jeden Fall steuerfällig ist, weil der Freibetrag von ihm, wenn er sterben würde, zu seiner Frau sind 500.000 Euro. Und dadurch, dass er diese Absicherung des Darlehens mit 600.000 von der Versicherungssumme richtig gemacht hat, 600.000 Schulden hatte er, glaube ich, bei der Bank. Das ist also gut, es wäre das Haus, in seinem Todesfall wäre das Haus dann schuldenfrei, aber dadurch, dass er Versicherungsnehmer und versicherte Person ist, heißt, er hat dadurch die gesetzliche Erbfolge eingeläutet. Ups, das wäre ein großer Fehler im Versterben, denn wenn er verstirbt, erbt die Frau und die beiden minderjährigen Kinder 600.000 Euro. Erstens ist der Freibetrag ja von der Frau schon ausgeschöpft durch das Haus. Das heißt also, das Geld aus der Lebensversicherung kommt nicht steuerfrei zu der Frau und die Kinder sind erbberechtigt bei der Versicherungssumme. Tja, hätte er mich vorher gefragt oder einen anderen Experten gefragt, die sich mit Erben und Schenken auskennen, die hätten natürlich gesagt, du, Versicherungsnehmer ist deine Frau und zahlt auch die Versicherungsbeiträge von dem eigenen Konto. Du bist versicherte Person. Das führt dazu, dass die Frau eigenes Geld erbt und somit das Geld nicht ins Erbe geht und die Kinder auch außen vor bleiben.
Und dadurch wären die Freibeträge auch natürlich geschont worden. Aber das sind so Fehler, die dann sehr, sehr teuer wären. Er wollte Geld sparen, einen Direktversicherer aussuchen, bupp. Aber letztendlich gesehen wäre dieser Schuss nach hinten losgegangen. Das Ergebnis im Beratungsgespräch war natürlich eine sehr schnelle Therapieempfehlung, nämlich den Versicherungsnehmer zu wechseln. Das ist gar nicht so schwer. Also konnte der Fehler 1 schon mal korrigiert werden. Der zweite große Fehler war, er hatte eine General- und Betreuungsvollmacht gemacht, hat sich die vom Bundesfinanzministerium für Finanzen runtergeladen. Da steht doch alles sehr, sehr schön drin. Aber Problem ist, da hat er nur halb gelesen, sich halb informiert und das stand da nicht. Oder er hat es nicht richtig gelesen. Er hat das Ganze nicht notariell machen lassen. Naja, gerade wenn einer im Grundbuch drinsteht, das heißt, es ist Eigentum vorhanden, da ist Grundbuchvermögen, braucht das Grundbuchamt im Todesfall, wird nur derjenige, der im Grundbuch steht, ausgetauscht, der ist verstorben, es ging an eine neue Person, wenn eine notarielle Beglaubigung vorliegt. Da die aber nicht vorliegt, würde das bedeuten, wenn er verstirbt, hat die Frau ein ganz großes Problem. Und das Problem wird noch umso größer, weil er hatte kein Testament. Naja, das kann ich immer noch machen, bin ja jung und so weiter. Ich habe meine Frau ja abgesichert über die Risikoversicherung. Das war seine Denkensweise. Nur ohne ein Testament bedeutet es, er hat eine Erbengemeinschaft verursacht. Sprich, seine Frau und die beiden minderjährigen Kinder stehen im Grundbuch und erben das Haus. Dadurch, dass er das Haus auf seinen Namen gekauft hat, auch gegenüber der Bank aufgetreten ist als einziger Kreditnehmer, bedeutet es, dass das gesamte Haus ins Erbe geht. Das hätte man auch wieder optimieren können, aber das sind so Sachen, das steht im Internet nicht so drin, dass man hier eine Strategie fahren kann, aber die Strategie kann man nur fahren, wenn man wirklich wie ein Arzt wirklich den Patienten, sprich den Mandanten, untersucht hat. Wer bist du? Was machst du? Wie sind deine Vermögensverhältnisse, deine Familienverhältnisse? Wie sind deine Ziele und Wünsche? Und daraus ein Konzept macht. Aber auch das konnten wir natürlich korrigieren. Und der Manager hat ziemlich schnell eingesehen, naja, seine Firma zahlt ihm viel Geld, weil er ein absoluter Top-Experte ist und er muss auch Geld in die Hand nehmen, um sich von Top-Leuten beraten zu lassen. Er hat aus seinem Fehler gelernt, hat das alles sehr, sehr schön korrigiert mit meiner Hilfe. Ist natürlich für mich als Berater toll, einen solchen Fall auf den Tisch zu bekommen, denn da kann man voll zeigen, was man drauf hat. Da hilft das Beraterherz natürlich höher. Ja, das zweite Beispiel war, wo Leute selbst rumwurschteln. Da hatte einer eine Risikolebensversicherung im Internet abgeschlossen, genau wie der Vorgänger. Aber das Thema war, ach, das war zufälligerweise schon mein Kunde. Und er hatte das abgeschlossen, sagte, haha, nämlich, Sie waren ja viel zu teuer, Sie können doch gar keine Direktversicherung bieten. Erstens hat er es natürlich genauso falsch abgeschlossen wie der Unternehmer. Weil er saß bei mir nicht vorher in der Beratung und hat darauf geachtet, was ich ihm hätte dann gesagt, wie dem Manager, entschuldigt, dem Unternehmer. Und er hat natürlich das falsch abgeschlossen. Versicherungsnehmer, versicherte Person hat er gemacht, statt dass das über seine Frau gelaufen wäre als Versicherungsnehmer und er die versicherte Person geworden wäre. Und der Beitrag, den er gezahlt hat, war merkwürdigerweise teurer als das, was ich ihm hätte besorgen können. Ja? Auch Makler sind in der Lage, Direktversicherung anzubieten und machen es dann aus steuerlichen Gründen natürlich auch richtig mit der Versicherungsnehmer und versicherten Personeneigenschaft. Ja, dann gibt es noch sogenannte Plattformen und Forum, wo diskutiert wird. Da sind viele Leute mit vielen Meinungen, aber die letztendlich gesehen keine Ahnung haben. Ich habe mal den Spaß gemacht, habe man solche Foren reingelesen. Ich muss sagen, da sind mir fast die Zehennägel haben sich da gekräuselt. Es ist unglaublich viel Halbwissen, viel Falschwissen dort hin und her gegeben wird. Und Leute, die meinen, es könnte so und so sein, die mal gehört haben von irgendeinem, das können, hätte, tun, sollen, nicht und was weiß ich alles. Furchtbar, bitte lass da die Finger von weg. Du kommst da wirklich nur in den Strudel rein. Eins ist doch klar, wer gute Beratung haben will, muss zu Experten gehen und die sind auch ihr Geld wert. Und die ganzen Foren betrachten Fälle meistens nicht so, dass sie deinen Fall betrachten. Dein Fall mag ähnlich sein, aber eine Nuance anders und schon würde ein Top-Berater deine Lösung ganz anders machen als die Lösung, die in den Foren vielleicht vorgegeben wird.
Nichts gegen Foren, du kannst dich klug machen, du kannst den Fragenkatalog ausbilden, damit deinen Berater löchern und gucken, auch überprüfen, was hat dein Berater drauf. Dann merkst du, wenn er dir da Rede und Antwort steht, ob er damit umgehen kann oder nicht. Von daher gesehen finde ich das Internet klasse. Auch ich gehe oft in Dr. Google und frage ihn, was er dazu meint. Aber es geht darum, den Experten bestimmte Jobs machen zu lassen, gerade wenn es um richtig dicke, große Sachen geht, wie ich die eben auch beschrieben habe. Ja, warum machen das Leute, dass sie ins Internet gehen? Naja, sehr wahrscheinlich ist die Gläubigkeit gegen Internet heutzutage sehr, sehr groß. Alles, was drin steht, da steht das ganze Wissen drin. Nur das Problem ist, im Internet steht so viel drin, dass du gar nicht weißt, wie du die berühmte, Stecknadel im Heuhaufen suchen sollst und auch das Ganze zu differenzieren, zu beurteilen, abzuwägen, das kann man nur als Fachmann machen. Da tue ich mich selbst als Fachmann zum Teil bei meinen eigenen Themen sehr, sehr schwer, was im Internet steht, ist das nun richtig oder nicht. Ja, und es ist natürlich auch eine Selbsteinschätzung vorhanden bei dem manch einen, nach dem Motto, ich habe eine Top-Ausbildung, das kann ich ja selbst, und warum soll ich den anderen Berater zahlen? Das kann ich mir doch sparen. Oder man unterschätzt die Aufgabenstellung. Man weiß nicht um die Komplexität einer Aufgabenstellung. Das ist doch viel, viel komplexer. Gerade wenn es um Sachen geht, die ich eben beschrieben habe, um Erben, Schenken, Generalen, Betreuungsvollmachten, Testament und so weiter. Da geht's richtig, aber richtig ins Eingemachte. Das kann man nicht mal eben aus dem Internet raus recherchieren. Und Leute wollen Geld sparen. Aber da gibt es so einen schönen Satz, wenn du meinst, dass gute Beratung teuer ist, dann schau erstmal, wie teuer schlechte Beratung oder keine Beratung ist. Lass dir diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Wichtig ist, bei bestimmten Themen brauchst du Top-Berater. Und das wirst du merken bei Leuten, die erfolgreich unterwegs sind. Hör dich bei rum, bei deinem Mentor, bei Leuten, wo du sagst, wow, die haben etwas aufgebaut. Frag mal, von wem die sich beraten lassen. Die haben alle einen Berater, manchmal sogar mehrere Berater. Die haben neben dem Tagessteuerberater noch einen Spezialisten. Die haben für bestimmte juristische Themen einen Juristen, einen Notar. Die haben für bestimmte Dinge neben der normalen Bank, wo sie Tagesgeschäft drüber abwickeln, auch wirklich geschulte Top-Vermögens- und Anlageberater. Deshalb abschließend nochmal den Tipp, glaube nicht alles, was Dr. Google sagt. In dem Sinne, mach es gut und lass dich nicht abzocken. Dein Holger. We'll be right back.